So. Dann hier, jeweils das hier hin. Da kommt schon mal die Ecke dran. Die kommt hier sowieso da dran. So. Ja, gut, von diesen hier brauche ich keine mehr. Das kann ich hier ruhig zu Platten alles machen. Da brauche ich noch ein paar Pfosten. Hier brauche ich, wir müssen das andere euch eh noch verarbeiten. Das wird nicht reichen. Denke ich. Von daher ist das hier nicht so schlimm. Gut, ich brauchte doch noch ein paar solche Streifen. Genau zu sein, eigentlich eine. Für zwei solche Klöpfe noch. Vielleicht doch noch ein paar. Ja, wir machen noch mal ein paar mehr. Wir haben ja hier ein paar mehr Ecken. Genau. So. Da machen wir das hin, das hin. So an sich passt das ja jetzt. Dann hier das, das. Ja, sehr schön. Weiter geht es. Auf zur nächsten Ecke. Jetzt ist das aber immer noch so eine solche Ecke. Okay. Vergesst, was ich gesagt habe. Ist immer noch dieselbe Ecke. Oh, hier, hier. Das geht jetzt relativ schnell, weil ich jetzt ja schon den Dreh raus habe. Perfekt. Ah, leck. Lecks mag ich natürlich nicht. So, jetzt wird es hier ein bisschen schwierig, obwohl hier mache ich gar nichts dran. Weil es wird ja nicht bis nach unten durchgeführt. Hier soll ich hier irgendwas dran machen? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Mal sehen. Ja, lassen wir. So, Tomato Seeds kannst du behalten. Das brauche ich nicht. Dann mal weitersehen. Ja, passt ja. Gut. Das wäre das nächste, was ich so einen Angriff hatte, die Ecken. Da hatte ich nämlich schon generell so einen Gedanken, dass ich da noch was machen könnte. Und ja, habe ich ja jetzt geschafft. Jo. Hier sind ja auch noch solche Holzstämme. Vielleicht kann ich daraus auch irgendwas Stylisches basteln. Mal sehen. Ich hatte da so schon eine Idee. Hier sind die Pfosten und hier sind ein paar Streifen. Dass ich da einfach mal ein paar Streifen hier versehe. Einfach nur mal so. Ich weiß, das wird jetzt eine Menge Arbeit sein. Das ist mir klar. Aber ich mache mir gerne die Arbeit. Wenn das dann später wirklich sehr, sehr gut aussieht, warum nicht? Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und doch. Kann man so machen, oder? Ich mache das mal so weiter. Aber Moment mal. Okay, hier ist der Weg. Ach, hier ist der Weg erst. Okay, gut, ich habe jetzt so überlegt, wegen den Lampen. Wenn ich hier später Lampen hinstelle, wie... Ja, wo bin ich? Wie da? Ja! Ich da jetzt dann halt... Platz wegnehme, zu viel Platz. Aber alles gut. So, dann werde ich das jetzt alles verarbeiten zu Streifen. Selbst das hier. Wo ist das hin? Da. Oh, das werden eine ganze Menge Streifen. Oh ja. Oh ja, ja. Aber meinetwegen. Werden wir wahrscheinlich auch brauchen. Aber erstmal gehen wir ins Bett. Hier wird es dann auch wieder kompliziert. Aber ja, eigentlich auch nicht ganz so. Müssen wir mal sehen. Vielleicht mache ich das auch nur die untere Reihe, also im Erdgeschoss. Weil dann ist ja eh die Abtrennung mit diesen waagerechten Pfosten hier. Da. Aber ich schaue es lieber an der anderen Wand an. Ja, hier. Ja. Ich mache dann nochmal solche. Ja,
Ja, war ich einfach, warum nicht? Also mein Schnupfen geht mir momentan so ein bisschen auf den Zeiger. Und hört das bestimmt total raus, dass ich Schnupfen habe. Ich kann da nichts gegen tun, was ganz schön scheiße ist. Vorhin war noch alles gut, während ich erzählt habe. Ich war vorhin noch kurz im TS. War auch kurz nur unterwegs. Aber ja, jetzt plötzlich so Aufnahme. Und jetzt nehme ich einmal auf. Ja gut, so lange kann ich auch nicht aufnehmen. Also so circa 25 Minuten kann ich noch aufnehmen, ja nicht. Von daher. Keine Ahnung, was da los ist. Ich habe jetzt auch keinen Tee dabei. Vielleicht mein Fehler. Hätte mir einen Tee machen sollen. Ja, was soll da Tee jetzt erbringen? Auf lange Sicht bringt das was natürlich. Also jetzt innerhalb von 5 Minuten macht Tee auch nichts weg. So sieht das jetzt hier auf den ersten Blick aus. Man könnte allerdings auch. Ja, kann man. Kann man sogar. Das bis nach unten verlängern. Nur jetzt kommst du unten. Hier müsste das dann theoretisch auch sein. Das kann ich ja da auch machen, weil das passt dann auch prima zu dem anderen hier. Ist das jetzt so da richtig dran? Jo. Ja, und diese Pläne hatte ich halt schon lange, dass ich hier was mit der Forge Multipart Mod machen will. Ich hatte ja selber mal einen Server mit Mods und da war auch diese Mod drauf. Und da hatte ich mein Haus damals auch so verziert wie jetzt hier. Das hat mir damals eigentlich gefallen. Boah, da, von daher wollte ich das jetzt hier auch machen. Und da ich die Mods eh nicht unternehme, mache ich ja hier alles mit Mods. Wenn ich die schon drauf habe. Das Haus sieht doch jetzt ordentlich anders aus als vorher. Oh, was denkt ihr? Ich denke schon. Ja, und nicht mehr lange, dann ist eh wieder Sommer. Da werden wir eh wieder was anderes machen. Also, für mich ist immer noch 16. Februar ist heute für mich. Und das heißt, Februar ist nicht mehr lange. Und sobald bei mir März ist, machen wir gemeinsam den Schnee hier weg. Hatte ich ja gesagt, was wir machen. Glaube ich. Doch, doch, ich hatte da was gesagt. Auf jeden Fall werde ich mich daran halten. Hat sich da überhaupt jetzt eine Koppel übergesetzt? Jo. Und darauf freue ich mich halt auch schon, was wir machen. Falls ich das noch nicht gesagt habe, darum sage ich das jetzt nicht. Für die, die das wissen, wo ich das schon mal gesagt habe, also für diejenigen, die wissen, was ich dann baue, ja, die haben Glück. Diejenigen, die nicht wissen, was ich dann baue, ja, die müssen sich überraschen lassen. Dann sollen sie auf jeden Fall dranbleiben. Oh, was denkt ihr? Ja, doch, denke ich schon. So. Dann weiter geht es. Ich habe mal versucht, jetzt meine Nase so ein bisschen frei zu kriegen, aber keine Chance, ey. Kein bisschen Chance. Ist das fies. Ah ja. Ich hoffe ja, dass die Erkältung auch bald vorbei ist. Also, für mich ist es heute Freitag. Mein letzter Tag, wo ich krankgeschrieben bin. Und nächste Woche will ich nicht mehr krankgeschrieben sein. Und ja, die Erkältung, die ist jetzt schon seit Wochenende. Trotzdem immer noch so dolle. Ich hoffe mal, dass sie jetzt so langsam mal ablässt. Ah, ich denke schon. Ich denke mal, in der nächsten Aufnahmesession wird die Erkältung schon fast weg sein. Mindestens fast weg.
safe eigentlich. So, ich brauchte jetzt noch mal ein bisschen Holz. Aber ohne Holz wird das nichts. Wo waren wir jetzt? Wir waren da drüben stehen geblieben. Richtig. So. Da oben haben wir auch noch, aber das kommt später. Das kommt später. Ach, wir brauchen so viel, wir machen gleich 8. Genau. Muss eben kurz überlegen, habe ich überhaupt das Richtige? Ah, doch, habe ich. Säge, danke. Ah, ist die da ist die Säge auch schon fast wieder demoliert. Das kommt davon halt. So, da haben wir schon mal die größte Wand. Das ist ja die allergrößte Wand hier. Ups. Das war falsch. Sehr gut. Ja, verbauen, das ist ja das, was ich kann. Man soll immer das machen, was man kann. Und ich kann halt verbauen. Da bin ich Spezialist. Habe ich da eigentlich jetzt eine Koppel hingesetzt? Okay, gut. Muss ich nochmal sicherheitshalber nachschauen, nicht, dass ich mich verbaue. Ja gut, hab gerade gesagt, dass ich das am besten kann, also. Und ich habe auch gerade gesagt, dass man das dann machen soll. Und trotzdem versuche ich es zu verhindern. Nee, nee, nee. So. Habe ich da schon? Habe ich da schon? Das sieht so. Nein, das sieht nicht so aus. Okay. Und hier kommt das natürlich auch hin. Das ist hier was ganz Normales hier. Eine ganz normale Wand, die plötzlich einen Knick bekommen hat. So. Ah Leute, ich werde gleich sogar schon die Aufnahmesession beenden, weil es ist eine Qual mit meiner Nase momentan. Ich weiß nicht, was da gerade los ist. Auf jeden Fall haben wir dann in der nächsten Aufnahmesession dann weiter. Ich mache jetzt nur noch so lange, wie ich kann. Kann ich hier? Nein. Kann ich nicht. Das ist jetzt so doof. Das ist jetzt so richtig doof. Kann ich nicht ändern jetzt. Schade eigentlich. Ich hätte gerne hier sowas dran gesetzt. Ich kann natürlich hier daneben, aber nö. Bei fucking geht das ja super. Na, naja. Gut, dann machen wir halt jetzt hier weiter. Das hier geht das ja wunderbar, weil es Forge Multipart Blöcke hier sind, alles. Ja, mit der Forge Multipart Mod haben wir halt auch lange Zeit nicht gearbeitet, fällt mir gerade so auf. Und jetzt plötzlich halt doch. Ah, mich stört das da. Vielleicht werden wir uns mal in der nächsten Aufnahmesession oder so mal darum kümmern. Mal sehen. So, ich werde jetzt noch so weit kommen, wie ich kann. Mal sehen, wie weit ich wirklich komme. Jetzt macht sich das auch mal bezahlt, dass ich hier an den Fackeln ran kann. Oh, wie das klingt, ran kann. Oh. Ja. Und das da oben sind normale Teppiche? Jo. Nein! Nein, so nicht. Stimmt, weil es dafür kein... Gab's dafür keine richtigen... Teppich-Cover. Das sind ganz normale Teppiche. Ach so, wahrscheinlich. Ah ja, weil da was drunter sein muss eigentlich, damit das, weil sonst kann ich da nichts hinsetzen und wenn ich da drunter es dann abhaufe, geht's halt kaputt. Darum habe ich das so gemacht. Ah ja, ich verstehe, gut. Das hier habe ich auch alles mit Eichenholz gemacht, finde ich auch sehr, sehr gut. Ja, Eichenholz ist einfach das beste Holz. Neben Birke. Ich mag Birke. Mochte schon immer. So. Ja, machen wir das hier jetzt schnell auch noch. Damit ich das nicht vergesse hier. Und dann werde ich mal so langsam die Aufnahmesession beenden. Ja, bei welcher Minute sind wir? 14 Minuten da und 15 Minuten da. Irgendwie so in der Art. Das passt ja doch.
Das hier passt aber nicht. So, gut. Ja gut, dann geben wir jetzt mal in die Aufnahmepause. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Aufnahmesession wieder von Let's Play Minecraft. Bis dahin, hoffentlich nicht so ganz erkältet. Und tschüss. Aber ich hab, eins muss ich noch sagen. Ich habe irgendwie in letzter Zeit, die letzten Tage auch bemerkt, viele sind krank. In meinem Umkreis hier, Nachbarn und so, habe ich viel gehört. Freunde und so. Also viele krank. Oder Familie von Freunden. Wow. Ja, auch allen, auch wenn ihr krank seid oder so, wünsche ich euch auch eine gute Besserung. Und bis zum nächsten Part.